Wochen 2022 waren Klimakrise und Klimagerechtigkeit Themen von Brot für die Welt. Wir als Regionalstelle hier am Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, setzen die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bei uns in der Region um. Wir kommen in Gemeinden, an Schulen, aber auch in die Freiwilligendienste vor Ort oder zu interessierten Gruppen, berichten aus der Arbeit von Brot für die Welt, aus den weltweiten Projekten, aber auch zum Schwerpunktthema. Das Schwerpunktthema in 2022 war wie zuvor eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Und mit diesem Thema möchten wir die globalen Zusammenhänge aufzeigen und auch die Dringlichkeit, jetzt zu handeln, hier bei uns in Deutschland. Und der Schwerpunkt der Bildungsarbeit ging auch genau in diese Richtung. In 2022 waren wir viel unterwegs in Berlin, Brandenburg und der Schlesischen Oberlausitz. Es begann mit einem Konfitag in Görlitz. Dort haben wir gemeinsam mit den Konfirmanden ein Quiz, ein digitales Quiz entwickelt auf Grundlage des Actionbauens. Dort ist ein Rundgang verzeichnet mit nachhaltigen Orten und Einrichtungen, die sich bereits für globale Themen engagieren oder für den fairen Handel oder zum Beispiel verpackungsfrei einkaufen. Die Konfirmanden haben sich vertiefend mit dem Thema auseinandergesetzt und dann den Rundgang frei zugänglich zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder, der nach Görlitz kommt, kann jetzt einen Rundgang zum Klimafreundlichkeit von Görlitz machen. Dann haben wir ebenfalls mit dieser Bound oder diesem Action Bound und dieser Lern-App gearbeitet auf dem Konfitag in dem Kirchenkreis Nordost hier in Berlin. Hier haben wir anders als zuvor keine Action Bound entwickelt, sondern mit der Karte der Klimagerechtigkeit gearbeitet. Das ist eine Weltkarte, wo quasi die Konfirmanden quasi digital um die Welt reisen in unsere Projekte. Es ist also klimaneutral und kostenlos, dass sie sich auf eine Weltreise begeben und dort aus unseren Projekten die globalen Zusammenhänge erfassen können, aus den Projekten innovative Ideen, also quasi aus dem globalen Süden, lernen. Wie haben die Klimaresilienzen entwickelt? Was tun sie gegen die Folgen des Klimawandels in ihren Ländern? Und was können wir hier vor Ort tun, um sie zu unterstützen? Oder was ist eigentlich unser Einfluss auf den Klimawandel, den wir hier vor Ort auslösen? Also quasi, ja, es gibt 8 Reisen, 8 Projekte, die vorgestellt werden und das kommt sehr gut bei Jugendlichen an und sie tauschen sich dann quasi aus mit den Menschen aus den Projekten. Ebenfalls kam diese App bei uns in Berlin häufig in Einsatz. Wir verfügen mittlerweile auch über iPads, die wir mitbringen können. Das heißt, wir waren in Grundschulen, am Gymnasium, aber auch mit den quasi auszubildenden Erzieherinnen, also die sich in der Ausbildung zu Erzieherinnen bei uns in den Einrichtungen befinden. Und die hatten auch großen Spaß, die globalen Zusammenhänge zu erschließen, aber sich auch mit den Nachhaltigkeitszielen, den 17 Nachhaltigkeitszielen in Deutschland zu beschäftigen, der UN. Also wie können wir das hier umsetzen und wie können wir das vielleicht auch in Einrichtungen, in denen sie dann tätig werden, umsetzen, in Kitas. Also wie kann man jungen Kindern beibringen, Nachhaltigkeit zu leben. Und was auch speziell war in diesem Jahr, war das Food Festival in Werder. In Werder gibt es sehr engagierte Menschen, die sich für regionale und saisonale Ernährung einsetzen. Und dort fand an einem Wochenende über 2 Tage ein Food Festival statt. Dort waren wir vor Ort mit einer Klima-Challenge, wo es auch darum geht, was hat unsere Ernährung weltweit mit dem Klimawandel zu tun. Wir haben aber auch gemeinsam mit einer Bäckerei Brote gebacken, mit Jugendlichen gearbeitet und auch eine diakonische oder das heißt eine evangelische Kita eingebunden, die auch Nachhaltigkeit schon bei sich umsetzt und ein Müsli-Mix-Programm angeboten hat. Also das war ein großes Event, hat viel Spaß gebracht und wir konnten auch dort wieder viele neue Leute für das Thema begeistern und auch für Brot für die Welt und unsere Projekte mitnehmen.